Also willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Ja, Leute, wir spielen heute mit Nussknacker in der Gold-Version. Ich spiele heute Solo und ich muss euch ein paar Dinge erklären. Also auf jeden Fall eines ist gerade online, der hat mich auch eingeladen. Ich dachte, wir spielen heute zu dritt, aber eh ist es leider offline. Na gut, kann man nichts machen. Ich komme ja wahrscheinlich später rein, wenn es noch quasi geht. Und ich kann euch sagen, Leute, ja, ich bin ein sehr dummer Kerl, kann man sagen. Denn ich hatte ein Video. Es tut mir leid, dass übrigens in den letzten Tagen keine Videos kamen. Ich hatte Besuch und da konnte ich sehr, sehr schlecht Videos drehen. Deswegen kam keine, aber jetzt nehme ich wieder auf. Ich hatte ein Video, das ich eigentlich da hochladen wollte, wo der Besuch da war quasi. Aber ich habe es ernsthaft vergessen hochzuladen, habe es gelöscht, weil ich dachte, dass ich es hochgeladen habe. Heißt, das Video ist jetzt weg. Und zwar für immer. Es war ein Video mit mir, Edis, Ivy und Enzo. Das wäre richtig geil geworden, aber hey. Wenn man dumm ist, dann ist es auch selbstverständlich. So, wieso tanzt hier neben mir? Gibt eine Anzeige. So, alter Digga, passt. Die Spitzhacke passt richtig geil dazu. Ich habe die richtig random genommen, die Spitzhacke. Ich habe die gar nicht geändert vom letzten Mal. Ich habe die richtig random genommen. Okay, Leute, wir landen heute tatsächlich. Aber diesmal machen wir es wirklich. Wir landen Reality Force und wir gehen dann wirklich zum Fleck. Damit wir das auch erkunden haben. Und wahrscheinlich beim nächsten Mal gehen wir Lazy Lagoon und erkunden dann die Insel. Genau, und diese Runde, die war so geil, aber ich habe die leider gelöscht. Ja, also das darfst du jetzt, wisst ihr, wieso keine Videos kamen. Jetzt kommen aber wieder welche. Obwohl, nächste Woche ist Schule, da kommen, ich glaube, es kommt dann, weil ich quasi in der Schule bin, ich glaube, da kommen noch weniger Videos als eigentlich jetzt. Da müssen wir mal schauen. Übrigens, das Problem mit den Videos hat sich noch nicht so ganz gelöst, muss ich sagen. Also, ich würde so gerne Daily Uploads machen, aber es geht leider einfach nicht. Gut, das nächste, was ich euch sagen wollte, Leute, kennt ihr schon den Typen, der angeblich sagt, dass er Fortnite kauft? Und dann Chapter 1 und so macht. Also ich hätte das gar nicht gewusst, aber ich habe in den letzten Tagen noch nicht gezockt. Edis hat mir das gesagt. Yo, sieh dir mal das an. Dann dachte ich mir, ich weiß nicht, ob das fake ist. Also wirklich, ich habe gar keinen Plan. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn es real sein sollte, dann wäre das so geil. Obwohl, ja, warte mal, hier ist irgendwo ein Gegner. Lass mich den erstmal töten, da hinten ist er. Boom. Wieso hat er das angezündet, ey? Jo. Ach stimmt, in 15 Tagen oder sowas, 14, 13 Tagen, so etwas, ist Season 4, Chapter 3, beginnt da. Aua, heiß. Die soll da tatsächlich beginnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich warte auch gar nicht auf die Season. Ich dachte, um ehrlich zu sein, hatte ich gar nicht erfahren, dass die. Oh fuck! Weil ich dann gar nicht so normalerweise, wenn eine Season startet, denke ich direkt, wann beginnt die nächste? Fuck, wir können nicht wieder zum Fleck. Nee, egal. Wir looten und wir gehen jetzt zum Fleck. Ich kann jetzt nicht über 30 Parts ziehen, dass ich den Fleck noch immer nicht erkundet habe. Ich hasse dich. Scheiß Fontaine oder was es ist. Und deswegen, ja. Wie gesagt, der will. Okay, ich habe die Maschinenpistole bekommen, Alter. Ich höre, ich würde so hart ausrasten. Was eine Scheiße ist denn bitte das? Ohne Witz. Ne, warte mal. Okay. Genau, und wie gesagt, der Typ soll einfach wortwörtlich Fortnite wieder zum Chapter 1 bringen. Verschwinden wir das, komm. Gut. Das wäre richtig geil. Wenn man dann auch noch die ganzen Battle Pass und so hat, die Skins, das wäre richtig geil. Das würde ich fühlen. Der Typ ist auch richtiger Ehrenmann, glaube ich, wenn er das macht. Aber die andere Frage ist das mit den Modusen. Aua! Marcel, verpiss dich. Oh, scheiße, wer ist denn das? So. Aber das mit den ganzen anderen Maps, es gibt ja so viele Kreativmodus-Maps. Gibt es ja richtig viele, glaubt es mir gar nicht. Was wird denn aus denen? Weil ich habe schon Bock auf die meisten, die bocken ja richtig. Durch Raketen gegen Autos oder
Übrigens schaut mal bei Edis auf dem Kanal vorbei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Edis dieses Dings gemacht hat. Ich habe endlich habe ich es erkundet. Jetzt müssen wir in die Zone. Gehen nach Tilted Towers. Und ich schaue mal bei Edis auf dem Kanal vorbei, denn wir haben so ein kleines Projekt begonnen, was wir, glaube ich, auch schon wieder langsam aufgehört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar haben wir. Okay, das sehe ich gleich. Und zwar haben wir spielen verschiedenste Maps im Kreativmodus. Einfach so die verschiedensten Maps und es hat sehr, sehr gebockt. Und was wir dann noch sehen, das frage ich mich echt. Aber wenn, dann wird wahrscheinlich dieses Chapter 1 erst nächstes Jahr kommen. 2023, also. Monster Sand aus GTA 5. Machen wir mal eine geile Musik an hier. Gibt's doch wohl nicht. Powerplay hat immer was Gutes. Darf ich mal lauter? Was ein Scheiß ist denn bitte das? Digga, als wir so eine Map gespielt haben, da war so eine geile Musik, ey. Powerplay. Da war ein legendärer Bogen. Ich spiele nicht mit Bogen, aber ich kann die gerne mitnehmen. Ich wusste gar nicht mal, dass sie drin sind, aber okay. Hallo Leute, Ibins. Ja, und das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte zu dem ganzen Thema. Also wenn das so ist, dann wäre es ziemlich geil, aber auch erst nächstes Jahr, ne? Also, naja. Und ja. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Okay, ich bin sowieso tot, also muss ich sowieso nicht mehr sagen. Muss mich töten. Ah, du kleiner Kelleck. Oh, damn, Granaten. Ups. Bam. Er ist hochgeklettert. Kleiner Kelleck. Komm her. Da bist du ja. Jawohl, er brennt. Boots, der ist da oben. Okay, kurz healen. Dann geht's weiter. Der wartet da oben. Leute, der ist eigentlich so lost, also ohne Spaß, ey. Nein, schade. Okay, er hat ein bisschen viel Leben, kann man dazu sagen. Naja. Ist in Ordnung. Ich gebe mich damit zufrieden. Ich habe richtig Lust auf Fall Guys, also ich schwör, also auf dem Video. Jetzt nicht Fall Guys spielen, sondern auf dem Video. Kommt dann eh wahrscheinlich demnächst. Und ja, jetzt wisst ihr eh alles, ne? Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß nicht mal, ob das das letzte Video in der Season war. Ich glaube, wir machen noch ein einziges Video in der Season oder vielleicht werden es auch zwei. Ja, gut. Aber der Feuerbogen, der hat mir echt schon was gebracht, ne? Also das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Gut. Na, wie dem auch sei. Ich schaue noch mal ein bisschen im Shop, damit wir das Video vielleicht auf 10 Minuten bekommen. Das wäre richtig geil, weil hatten wir lange nicht mehr. Sowohl in Folge als auch in Fortnite. Das eine Video wäre 10 Minuten geworden, aber ich habe ja es nicht hochgeladen, ich Dummkopf. Das ist ein geil, ich höre, das ist ein richtig geiler Tanz. Ich feiere den. Dann nochmal die LGBTQ-Sachen. Ich wusste gar nicht, dass der Typ im Paket ist, dieser Feuertyp. Schon krass. Der, vor allem das hier, warte mal. Dieser Skin habe ich mir geholt, nur wegen den V-Bucks, der ist eigentlich voll beschissen. Der hier, das war eigentlich ein ganz gutes Angebot, kann man sagen. Ohne Witz. Ja, ich komme gleich rein, beruhig dich. Wenn ich es überhaupt noch schaffe, weil übrigens Leute, das ist ziemlich spät, kann man sagen. Also für die Aufnahme ist 12:30. Ich mache die Aufnahme eigentlich immer vormittags, aber ich bin ein bisschen zu spät heute. Naja.
Gut, dann machen wir jetzt noch 10 Minuten, Leute. Bis dann. Ciao.